Hi meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Heute probieren wir von Banana Beauty zwei neue Sets aus. Ich habe Liquid Lipsticks hier, ich habe eine Mascara hier, einen Roll-On Highlighter und das probieren wir jetzt in diesem Video aus. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Produkte funktionieren und einen richtig coolen Rabattcode haben wollt, dann bleibt dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bei Banana Beauty gibt es momentan eine Aktion mit zwei richtig coolen Sets und die habe ich hier und möchte es jetzt mit euch gemeinsam ausprobieren. Ich habe wie gesagt auch einen Rabattcode für euch. Ich blende euch den hier ein. Chiquita lautet der und da bekommt ihr 30% auf alles und 40% auf alle Sets. Das heißt, auf diese Sets hier bekommt ihr 40%. Ich blende euch auch die einzelnen Sets ein. Also das sind zwei Stück, die ihr da bekommen könnt. Oder wenn euch jetzt nur ein Liquid Lipstick oder sowas interessiert, könnt ihr das auch gerne einzeln machen. So, ich habe jetzt mal geguckt. Ich habe hier vier Liquid Lipsticks in verschiedenen Farben, die man halt eben in diesem Set kaufen kann. Eine Mascara, die ich selber auch noch gar nicht kenne von Banana Beauty, das ist die Fake Lash Mascara. Bin ich super gespannt drauf, wie die funktioniert. Und dann gibt es wieder den Liquid Highlighter. Der war wohl jetzt länger nicht im Sortiment. Den gibt es jetzt wieder. Das ist so ein Roll-On Highlighter. Und den habe ich auch noch nie probiert. Den testen wir jetzt auch aus. Die Produkte von Banana Beauty kommen immer so schön in diesen gelben Bananas-Karton. Also das finde ich immer total schön. Daran erkennt man auch direkt, dass es Banana Beauty ist. Die Liquid Lipsticks kennt ihr ja von mir schon. Also die sind wirklich sehr wasserfest. Die halten einiges aus. Die trocknen die Lippen nicht aus, finde ich. Und man kann halt auch einen Primer unten drunter benutzen. Den bekommt ihr auch bei Banana Beauty. Könnt ihr einfach mal gucken, was für euch gut ist. Es gibt ja auch andere Lippenprodukte, die ich auch wirklich toll finde. Aber die Liquid Lipsticks sind halt eben sowas von haltbar. Also ich mag die wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Habe auch schon einige Farben hier. Und jetzt möchte ich aber als allererstes mit euch natürlich die Mascara ausprobieren, weil ich habe nichts auf den Wimpern und ich sehe irgendwie ein bisschen nackt aus und fühle mich nackt. Das ist die Fake It Mascara. Das ist eine Fiber Mascara für einen Fake Wimpern-Effekt. Das soll der Bestseller sein von Banana Beauty. Ich habe den noch gar nicht hier und habe das auch noch nie probiert, um ehrlich zu sein. Ich dachte erst, das ist eine neue Mascara, aber nein, das ist der Bestseller. Auf jeden Fall haben wir hier einmal die Mascara, die kommt in diesem typischen Banana Beauty Packaging, also einfach schwarz, hochglänzend. Fake It steht hier drauf und ich bin gespannt, wie hier das Bürstchen aussieht. Okay, also wir haben hier einmal so ein Bürstchen. Das ist so ein bisschen sanduhrförmig, aber hat so einen kleinen, so eine kleine Taille noch mit drin. Ist interessant, so eine Bürste habe ich jetzt noch nicht und die soll eben halt viel Volumen machen, weil hier solche kleinen Härchen mit drin sind, die eben die Wimpern nochmal verlängern und verdichten. Richtig, richtig gespannt bin ich. Ich würde sagen, ich hole euch mal ein bisschen näher, damit ihr die Mascara gut sehen könnt, wenn ich die auftrage. Ich benutze aber jetzt als allererstes eine Wimpernzange, weil das mache ich immer. Ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen was sehen. Ich habe schon einen Eyeliner drauf und ein bisschen Lidschatten. Also ich habe einfach so einen Rosé-Schimmerton drauf gemacht, damit ihr auch was von der Mascara sehen könnt. Und den Eyeliner, den braunen, den habe ich auch von Banana Beauty. So, ich trage jetzt mal auf. Also es ist ein relativ großes Bürstchen. Es ist kein Silikonbürstchen, sondern einfach hier so ein Faserbürstchen. Also es ist jetzt nichts Besonderes, außer die Form. Die finde ich wirklich schon sehr, sehr besonders, muss ich sagen. So, das ist jetzt Schicht Nummer 1. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen. Also ich bin wirklich nur so einmal drüber gegangen, habe die Wimpern damit benetzt. Ich werde da gleich noch eine zweite Schicht auftragen. Also der Auftrag war auf jeden Fall gut. Die Wimpern sind noch schön getrennt, also das gefällt mir auch wahnsinnig gut, muss ich sagen, dass das nicht sofort irgendwie verklebt oder so. So, das ist einmal Schicht Nummer 2 und ich finde, die macht einen wunderschönen Wimpernaufschlag. Also richtig schön voluminös sehen die Wimpern aus. Sie sind schön getrennt und haben auch ordentlich an Länge dazu gewonnen. Also mir gefällt die Mascara richtig gut. Es war auch jetzt einfach in der Handhabung. Also ich hatte nicht viel Arbeit, da auf dieses Ergebnis zu kommen damit. Allerdings sind die Wimperntuschen von Banana Beauty immer gut. Also ich habe da noch nie einen Fail oder so gehabt. Ich finde, dass die immer schöne Wimpern
anmachen, egal welche ich bis jetzt hatte. Das kann Banana Beauty wirklich richtig gut. Ja, das sind einmal die Wimpern und ich finde, das sieht so, so schön aus. Also da kann ich gar nicht meckern. Die gefällt mir tatsächlich auch sehr gut. Ich lasse euch den Link dazu unten in der Infobox drin, beziehungsweise zu diesen Sets oder auf die Seite von Banana Beauty. Dann seht ihr das auch direkt. Da findet ihr die Mascara. Also Fake It heißt die, falls ihr da Interesse habt. Also ich kann euch die empfehlen. Ich finde die wirklich schön. Jetzt gerade also für meine Wimpern tut die wirklich einiges. Ich finde, das öffnet das Auge nochmal so ein bisschen. Sieht sehr schön aus. Jetzt als nächstes probieren wir noch den Liquid Highlighter aus. Der ist ja zusammen mit Sarah Harrison rausgekommen und der war wirklich ganz, ganz beliebt. Und den gibt es jetzt wohl wieder, so wie ich das verstanden habe. Auf jeden Fall ist es so ein Highlighter-Roller, so ein Liquid Highlighter, der auch eben long-lasting ist. Ich habe sowas, glaube ich, noch nie probiert, so ein Roll-On. Sieht auf jeden Fall total schön aus, also hier in so einem Gold. Und der heißt einmal Chloe. Ich will jetzt gerade aber erstmal auf meiner Hand testen, um zu gucken, wie stark ist der und ja, wie muss ich den auftragen. Also das mit dem Rollern, ich weiß noch nicht so genau. Das ist auf jeden Fall einmal der Highlighter, der sieht sehr schön aus und den kann man dann halt auch so ein bisschen verblenden. Sehr, sehr schön. Aber ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, wie ich den auftrage, ob ich den erst aufs Schwämmchen, aber ich glaube, ich rolle jetzt einfach mal hier so, wo ich den hinhaben will, rolle ich das mal hin. Also ihr seht, der ist wirklich sehr, sehr stark und ich nehme mir so ein Schwämmchen, was so ein bisschen angefeuchtet ist und werde mir das jetzt hier so ein bisschen verblenden. Mir ist es bei sowas immer wichtig, dass das Ganze nicht so balkig aussieht, wenn man das mit einem Roller aufträgt. Also durch die Lichter jetzt hier, ich schalte mal gerade die Lichter so ein bisschen runter. So könnt ihr das, glaube ich, ein bisschen besser sehen. Ist das Ergebnis schön. Es gefällt mir, sieht gut aus. Hat auch wirklich so einen richtigen Glow hier gegeben. Jetzt probiere ich aber nochmal eine andere Variante und gebe mir das hier auf das Schwämmchenroller. Ich mir das einfach mal drauf und guck mal, wie diese Variante funktioniert. Das könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen. Einfach, dass man das halt besser dosieren kann, indem man das halt hier dann so mit dem Schwämmchen auftupft. Das gefällt mir, glaube ich, sogar ein bisschen besser, muss ich ehrlich sagen. Hier muss man dann noch nicht so schnell sein. Ich weiß nicht, was besser aussieht. Ich glaube sogar auf Rollern ist echt schöner. Ich gebe mir jetzt nochmal so ein bisschen hier drauf. Also der ist auf jeden Fall schickimicki. Der ist wirklich schön. Der hat viel Glanz mit drin. Das gebe ich mir jetzt mal so ein bisschen auf die Nase. Also der hat sofort viel Glow. Also der heißt nicht umsonst Glowy. So sieht der auf jeden Fall aus. Schreibt mal, was ihr dazu meint. Also mir gefällt der Highlighter richtig, richtig gut. Ich will mal gerade gucken. Ich habe mir gerade überlegt, ich könnte mir auch tatsächlich so ein bisschen in den Augeninnenwinkel geben. Ich will das gerade einfach mal ausprobieren. Ich habe mir mal einen Pinsel genommen und trage mir das jetzt mal mit einem Pinsel so ein bisschen auf. So, habe mir mal so einen Pinsel. Ja, den kann man sich tatsächlich auch in den Innenwinkel reingeben. Das funktioniert. So, schaut nochmal von Namen. Also ich finde den Glow mega schön und ich habe den jetzt nochmal in den Innenwinkel rein und da gefällt mir das auch voll gut. So, und jetzt testen wir die vier Liquid Lipsticks. Also ich werde euch die jetzt nacheinander zeigen. Ich habe hier einmal die Farbe Cheers Girl. Die kommen auch immer hier wie ganz normal in den Verpackungen. Also die haben kein besonderes Design diesen Monat oder so. Cheers Girl, okay. Die Farben kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Das ist einmal hier so ein richtig schönes Pink. Ich swatche euch die Farben immer erstmal auf die Hand und dann werde ich die auf den Lippen auftragen. Also ihr wisst ja schon, die sind halt mit Ölen angereichert, damit die Lippen nicht austrocknen. Das ist einmal die Farbe Cheers Girl. Ich trage mir die auch gerade mal auf. So, das wäre die Farbe Cheers Girl. Gefällt mir auch richtig gut und ich muss wirklich sagen, Banana Beauty hat immer so schöne Farben und die passen auch immer für den Alltag gut. Das hier ist jetzt so ein, ja, Pink, aber ein gedecktes Pink, finde ich. So ein blumiges Pink. Das gefällt mir wirklich gut. Auch jetzt an mir. Also ich würde das tatsächlich so tragen, weil mir das gut gefällt. Ja, es trocknet auch sofort an. Also die halten wirklich was aus. Ihr braucht auch nicht viele Schichten hier auftragen. Es reicht, wenn ihr eine Schicht auftragt. Und ja, dann sieht das so aus. Also das ist jetzt eine Schicht einfach. Ich habe hier nicht doppelt gemacht oder so. Ich habe jetzt hier meinen Lip Color Remover. Den kann ich euch nur empfehlen von Banana Beauty. Den gebt ihr jetzt einfach auf. Das ist wie so ein Lippenöl. Und dann könnt ihr das mit so einem Tuch runternehmen. Das ist einfach easy.
dann die Farbe zu entfernen. Schau dir, und dann könnt ihr das wieder runternehmen, weil die werden ja wirklich richtig fest und dann wird das schwierig mit dem Runternehmen. Die nächste Farbe ist einmal ein metallischer Ton und zwar heißt die Farbe Shine Bright. Hatte ich auch noch nie. Das ist so ein Rosé-Metallic-Ton. Ich bin wirklich gespannt, wie das ausschauen wird bei mir. Das ist einmal der Swatch. Also den zeige ich euch jetzt vorher. Also ihr seht schon dieses Metallische hier in der Kamera. Aber ein schöner Ton. Und das ist einmal die Farbe Shine Bright aufgetragen. Gefällt mir auch gut. Also kann ich jetzt nichts sagen. Ich hätte mir den selber, glaube ich, so nicht gekauft, weil ich mir unsicher gewesen wäre, ob mir das steht. Aber das sieht wirklich voll schön aus. Also jetzt gerade für den Frühling so ein bisschen Glanz, also nicht so totmatt. Gefällt mir das, weil halt einfach diese Schimmerpartikel hier mit drin sind. Ja, ist auch sehr unauffällig, also sehr nude, aber sieht trotzdem schön aus, wenn man so drauf guckt. Gefällt mir sehr gut. Schreibt mal, wie ihr das findet. Also ich finde es wirklich gerade schön, muss ich ehrlich sagen. Die nächste Farbe ist auch, glaube ich, wieder ein Schimmerton. Und zwar ist das die Farbe Chili Vanilli. Und ich meine, die hatte ich mir damals schon mal selbst gekauft. Genau, das ist so ein Nude-Ton, wo eben auch so ein metallischer Schimmer mit drin ist. Also der ist wirklich sehr hell. Ich glaube, der hat mir nicht ganz so gut gestanden, aber ich trage euch den natürlich trotzdem auf. Aber ich glaube, dass der mir zu hell war, so zu nudig. Hier könnt ihr das nochmal sehen, das ist wirklich ein sehr heller, nudiger, metallischer Ton. Eben halt so ein Vanilleton. Ja, und das ist einmal Chili Vanilli aufgetragen. Also es ist wirklich sehr, sehr hell. Ich glaube, dass das bei Dunkelhäutigen extrem gut aussehen wird, wegen diesem Schimmer da drin. Da ist so ein bisschen so ein Goldschimmer drin. Hier könnt ihr das auch nochmal sehen. Ich finde das jetzt nicht schlecht. Vielleicht mit einer Lippenumrandung oder so kommt es vielleicht auch ganz gut zur Geltung. Ja, es ist halt so ein nudiger Ton, der so ein bisschen ins Pfirsich reingeht, so ein Pfirsich-Unterton hat. Ist jetzt nicht mein Favorit, aber ich finde es auch irgendwie gar nicht so schlecht. Schreibt mal, was ihr meint. Jetzt kommt auch schon der letzte Ton, den ich euch zeigen kann. Das ist die Farbe Nude Up. Den habe ich auch noch nicht hier. Das ist so ein Rosé Nude und ich glaube, dass der sehr schön ausschauen wird. Der ist auch wieder matt, also der hat keine Schimmerpartikel mit drin. Oh yes. Der wird vielen von euch gefallen. Schaut mal, das ist so ein richtig schönes Altrosa, was sehr, sehr gedeckt ist. Und das wäre einmal die Farbe Nude Up. Sieht sehr schön aus. Das ist meiner eigenen Lippenfarbe sehr ähnlich, finde ich. Also ich finde jetzt gerade aufgetragen, ist das nochmal ein Unterschied wie auf der Hand. Deshalb trage ich euch das immer so und so auf, damit ihr das seht, wie das auf den Lippen wirkt. Und den Ton finde ich jetzt wirklich sehr schön, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Aber alle Töne, also ich habe jetzt hier nochmal alle vier Töne, sind wirklich schön. Jetzt für den Frühling auch gerade dieses Pinkige, also das gefällt mir sehr gut. Und das kann man auch so ein bisschen toppen mit diesen Schimmertönen, ne? Also das sieht dann vielleicht auch nicht schlecht aus, wenn man so ein bisschen was drauf tupft, wenn man noch so einen Schimmer drüber haben möchte. Also vier wunderschöne Farben, wie ich finde. Schreibt mal, welche euer Favorit ist, was euch hier interessieren würde. Also ich finde dieses komplette Set wirklich total schön. Also ihr könnt das, wie gesagt, in zwei verschiedenen Sets kaufen oder halt eben die Farben einzeln. Ich lasse euch das unten in der Infobox drin. Ich würde mich aus diesem Video direkt verabschieden. Ihr habt die Produkte gesehen. Meine Meinung wisst ihr dazu. Ich finde die wirklich gut. Ich finde auch den Roll-On tatsächlich gut, obwohl ich dachte, das könnte vielleicht nicht so cool sein bei mir, aber der hat sich schön verblenden lassen. Der gibt einen schönen Glow hier auf den Wangen. Vielen Dank an Banana Beauty, dass ich euch die Produkte vorstellen durfte. Also euch interessiert das ja immer, was es so Neues gibt und wie die Farben aufgetragen aussehen, bevor ihr euch die kaufen könnt. Und jetzt habt ihr es gesehen, also wie das ausschaut, wie die Farben eben wirken. Und vielleicht war ja für euch was dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst mein Video sehr gern wie immer ein Däumchen nach oben da und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Ich würde mich riesig freuen über eure Unterstützung und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüssi, eure Nicole.